Herzlich willkommen hier bei Yukaru zu einer neuen Folge Action Mittwoch. Ich bin der Heino und hörbar der Thomas. Hallo. Wie ihr am Bildschirm sehen könnt, World of Warships ist mal wieder dran. Thomas, was machen wir? Für die ganz kleinen Dinger. Die ganz kleinen? Stufe 1, ne? Oder? Ja, die ganz, ganz kleinen. Die ganz, ganz kleinen. Die Ruderboote, wo der Pirat nur das Messer in der Hand hat. Oh, okay. So ungefähr. Ja, dann habe ich mal. Bin mal gespannt, wie lange wir jetzt warten. Also ich lasse die Aufnahme einfach mal weiterlaufen. Das dürfte nicht so lange dauern. Ist gegen Computer, gegen eine halbe Minute, sowas. Hoffe ich. Was? Ja, geht schon los. Nicht länger als 30 Sekunden. Leere Plätze werden mit Bots aufgefüllt. So. Keine Bots drin sein. Sind auch genug Leute online wahrscheinlich. So. Auftrag Inseln. Ja, wir haben zwei rosa Schlüppis dabei. Die dürfen eben nur solche Matches fahren. Ach, da ist mein Schiff. Stimmt, da war ja was. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr geschafft. Ich weiß, was nachher passiert. Ich habe nachher wieder einen rosa Schlüpper. Ich so. Darf schon jetzt die Gefecht und dann 80 vorher. War. Kamen die Geschütze erst, wenn. Ja. Die Schlacht beginnt. Nanu. Meine Einstellungen sind hier. Vollkommen daneben. Grafik. Wo. Signalflaggen, wo war denn? Was suchst du? Ich habe nur ein einfaches Fadenkreuz bei Steuerung, ne? War das nicht? So, ach, jetzt. Fassungssystem oder so was. Ja, ich hab's. Zu lange das Spiel nicht mehr gespielt. So. Ach, da fällt mir gerade ein. Vielleicht sollte ich mal, Ich glaube, da ist einer direkt vor dir. Ach ne, passt. Game Facecam. Das war's. Oh, was habe ich den Spielsound im Verhältnis laut? So. Habe ich gleich anfangen zu schreien. Ich war hier noch in der Menüeinstellung vom. Ey, da drüben ist gleich einer. Ja, ich sehe da auch so ein kleines Ding. Eine Hermelin. Achso, da oben. Komm, ich dachte, Mann, da ist ein Bärchen im Weg. Ach nee, da. Die Bugan will. Ich habe eine Hermelin. Oh. Hat der gebremst? Da passt er sogar mit 5 vorhalten. Oh, die gehen aber in den Berg, oder? Aber da vorne ist ja was anderes. Ich hab nur HE an Bord, ne? Ja. Oh, da wollen wir mehr vorhalten. Mehr vorhalten? Oh, wir drehen ab. Da komme ich nicht mehr dran. Ach, da ist ja auch noch einer. Ach, die sitzen wir ja fast auf dem Schoß. Kein Zitadelle. Diverse Ausfälle. Ja. Oh, und jetzt kommt wieder ein Berg im Weg. Oh, super. Ich bin ernsthaft in den Berg reingefahren. Ich habe hier auch nur Berge im Weg. Ich habe noch nichts versenkt. Ich weiß, dass da gleich ein Berg kommt.
Vor allem kommt da gleich auch ein Feind. Na denn. Was fahre ich mir denn für ein Kappes hier zusammen? Ich höre auch nur das Warnsignal, aber oh doch, ich komme rum. Ah, eins ist weg. Ist was auf mich. Unser Sieg ist in Sicht. Und da muss doch noch was direkt vor mir sein. Ach, da ist noch eine. Aber macht jetzt Sinn, auf die Karte zu gucken. Immer noch nicht. Schon wieder einer den Kill geklaut. Ah, oh, du bist. Achso, das war der letzte. Wir hatten da gerade auf mich geschossen. Naja, 25 Augen. Also, wenn ich jetzt hier kacke gehe. Ernsthaft. Ich fahre gegen Berg, spiele mit den letzten Scheiß zusammen und bin Zweiter. Ja, das andere waren rosa Schlüppis. Ach ne, da waren alles menschliche bei uns auf der Seite. Kein Wunder, dass die auf mich geschossen haben. Wenn du solche Deppen im Team hast. Möglich wäre das, weil der hat 3 Schiffe versenkt, hat aber weniger Punkte als ich mit 2 versenkt. Und zwar deutlich. Na, okay. Was nehmen wir als Zeltus, St. Louis? Ja. Wenn ich dann mal irgendwann im Hafen bin. Ach so. Weißt du, ich habe so einen schnellen Rechner, ich muss doch von der Grafikkarte per Hand drehen. Weißt du, warum die Engländer so eine erfolgreiche Seefahrernation waren? Was war mit den Engländern, ob's gerade wieder? Warum die so eine erfolgreiche Seefahrernation waren? Dann probier mal das englische Essen, dann weißt du, warum die zu Hause weg wollten. Du. Aufschlagen brauchen wir das Ding nicht. Mit der Lackierung, der Kahn sieht aus wie beim englischen Karneval. Spieler innerhalb ihrer Reichweite. Mal mehr, mal weniger. Oh, direkt was gefunden. Aber mit den Engländern, das geht. Mit dem Fahren da drüben war okay. Mein Problem war nur im Kreisverkehr, habe ich in die falsche Richtung geguckt. Und da entweder ist einer mit mir reingefahren oder der war schon drin. Gute und schlechte Nachricht. Gute Nachricht, absolute Scheißmap. Nee, aha. Umgedreht, schlechte Nachricht, absolute Scheißmap. Gute Nachricht, du hast vergessen umzustellen, ich spiele gegen Bots. Ja. Und er schifft mal wieder. Das sehe ich noch nicht. Du hast auf 0 gelaufen, könnt jetzt auf Game starten. Gehen, wenn ich denn die Maus hätte. Ich gehe mal nach J6 unten. Was gehst du? J6. Also ganz unten in die Mitte. Okay. Was spiele ich denn? Zündhölzchen oder? Was hast du für eine Munition drin? HE noch. Ja, ich hab noch AP drin. Was macht denn die Miyogi? So schnell oder muss ich dich wegrammen? Ah, der guckt ja gar nicht auf die Karte. Ich dreh schon ab und der kommt trotzdem noch dichter. Ey, du Pfeife! Guck auf die...
gibt's doch nicht. Ich drehe ab und der kommt immer dichter. Ja, will er kuscheln. Dem schieße ich gleich ein Loch in sein Boot. Er guckt dir den Scheiß da an. Ich hab gerade das Gefühl, der zieht noch weiter rüber. Fährt einen Bogen in meine Richtung. Mein Bötchen schwankt nach links und rechts. Eine Leber, die ist lustig. Eine Leber, die ist schön. Was haben wir denn da für ein... Ist das Alcatraz? Dein Wasser. Wir haben immer noch keine Gegner hier. Das macht mich stutzig. Ja, dann versenkt die Miyogi. Ja, oben ist ein ganzer Haufen Gegner. Ja, da oben, aber hier unten nicht. Was sind da oben? 3, 6. Und ich war schon voll Gas. 6. Was haben wir? 9 Gegner? Ne, 3. Hey, da ist eine Gang gut. Zu weit weg komme ich nie hin. Nö, ich auch nicht. Aber gleich komme ich hin. Ja, ich wollte... Ah, da ist noch eine St. Louis davor. Die in Reichweite ist. Die sehe ich nicht. Wo ist sie denn? Ach, da. Mal gucken, ob das passt. Das passt nicht. Doch, ich habe ein paar Löcher reingestanzt. Jetzt feuert sie auf mich. Nicht gut, mal bin ich nicht die arme Sau. Hä, ich drehe ab und der trifft. Hatte er schlecht gezielt. Unser Team hat die Führung übernommen. Die Löcher habe ich auch noch nicht reingestanzt in das blöde Ding. Ein Nicht-Durchschlag. Sind hier nicht mehr andere Schiffe? Scheinbar nicht. Direkt vor mir? Ah, ne, passt vom Abstand. Na, die brennt erstmal. Das Gefängnis ein bisschen beschädigt. Macht das was? Oh, keine Ahnung. So, vielleicht hauen die ja jetzt alle ab. So, an die komme ich nicht dran, aber dann nehmen wir hier das Ding, was da so ein schönes Lagerfeuer macht. War noch ein paar Löcher rein. Wer schießt denn da die ganze Zeit wieder auf mich? Na komm schon. Jetzt habe ich immer ein Geschütz ausgeschaltet. Ja, eigentlich ein großes Schiff, deswegen kriegen wir das so schlecht versenkt. Welches? Die Gangut oder wie heißt? Ja, die nehmen mich gerade böse unter Feuer. Da kann der gerade ein Loch nach dem anderen ins Boot. Ich bin gerade am gucken. Vielleicht noch mal einen in die Zitadelle wäre auch ganz nett. Ich hab mal. Ich krieg's. Oh, da ist irgendwo eine Insel vor mir. Achso, passt doch. Feueralarm, Sieg ist in Sicht.
Au, ich brenne. Das kenne ich. Ups, was habe ich denn da? Wassereinbruch verursacht, aber war kein Torpedo, oder? Boah, die Gangut hat mich auch weggehauen. Aber wir sind aneinander geknallt noch. Ja, ihr habt euch da irgendwie gegenseitig versenkt. Ey, das andere bist doch du, ne? Oder fährst du noch? Nee, ich bin jetzt gerade raus. Ja, ja, ich glaube, das war deine St. Louis, die da gerade mit mir untergeht. Nee, wir sind nicht aneinander geknallt, du bist mit einem anderen Schiff. Oh. Ja, wir haben ihr ganz gut zugesetzt eigentlich, aber... Ich hätte früher umschalten sollen. Ach nee, ich habe ihren Wassereinbruch verursacht. Habe ich ja irgendwann doch mal unterhalb der Wasserlinie getroffen. Na, noch brennt sie wegen mir, noch... Kann sein, dass ich sie sogar noch versenke, weil sie noch wegen mir brennt. Ich weiß nicht, da hat gerade irgendwer anders auch noch mit HE drauf gefeuert. Kann sein, dass da deren Feuer... Nee, ich krieg noch Punkte. Okay. Jetzt nicht mehr. Und, versenkt? Nee, ich hab's nicht mehr angerechnet bekommen. Dann noch 5 Sekunden, dann wär's mein Kill gewesen. Wo stehe ich in der Teamwertung? In der Mitte. Du bist Dritter. Ja, weißt du was? Das Schiff, was da neben mir gesunken ist, die St. Louis, ne? Ja. Das hab ich zerstört durch Ramm. Wassereinbruch verursacht. Ich bin dem so reingerauscht, dass das war der Wassereinbruch, den... Ja, stimmt. Savoyko. Jojo. Naja. 25.000. Ja. Why not? Ich hab schon schlechter... 20.000 Münzen. Schon schlechter gespielt. Also... Also 103 Treffer, 20 Zieltreffer... 103 Zieltreffer, 20 auf die... Sekundärsachen, ausfallen, zerstört, Wassereinbruch. Okay, es war jetzt durch Rammen, aber ist ja egal. Eben, was wir kriegen können. Was spielen wir jetzt? Ja? Well, New Mexico. Nehmen wir das, was wir beide nicht... Ich habe Stufe 4, Stufe 6, Stufe 8. Ja, Farragut hast du doch auch, ne? Stufe 6, ja. Oh, wollen wir uns das echt antun? Na gut. Wollt mal gucken, ob ich die komplett ausgebaut habe. Sollte doch eher. Eingebaut, oder? Dann habe ich ja alles. Ja, definitiv. Drö. Hattest du uns gerade eigentlich verschoben im Teamspeak? Nö. Kommt gleich das Ingo bestimmt. Ja. Was haben wir hier? Nordlichter. C und D, wir sind nah an D schön. Dran. Oh, wir sind nah an D. Das ist ja schon. Karte kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Nee, die Karte kenne ich auch noch nicht. Eigentlich ganz schnell auf D stürmen, ne? Und dann zwischen den beiden Inseln durch das schmale Ding abhauen. Ich fahre Richtung D. War noch gar nicht. Ich muss um diese komische kleine Insel rumkommen. Noch nicht mal drin. Alle fahren schon und ich stehe hier noch. 19 Y. Hallo, ich will mitspielen. Maschinenboost aktiviert. Ich habe einen Booster drin. Wartet auf mich. Nö. War noch nicht. Ich nicht ein. Ey, du bist gleich schon im Zielgebiet und ich bin noch.
Oh, jetzt passiert, weil mein Mauszeiger ist gerade verschwunden. Oh, ich bin drin. Vorne bist du ja schon. Viel Glück allen. Jo, was war das? F10, ne? An alle, Rückzug! Hm, Quatsch. Lol. Ach, da, ich mach da über B. Und ruhige Wasser. Machen wir ihnen das Leben schwer. Nebel-Tee, ne? Jo. Ich guck, ich setz mich da gleich mal in den Hafen rein. Scharnhorst. Ach, da wird schon genebelt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Arschkarte. Glaube, ich fahre mal besser in deine Suppe. Bei uns nicht so an. Torpedos auf Steuerbord. Nebel, oh, da kommen ganz viele Torpedos bei dir. Ja, ich merk's. Maschinenboost deaktiviert. Ach, da in dem ist die drin, alles klar. Die sich aus ihrem Nebel dahin verwisselt, oder wie? Keine Ahnung. Wir haben schon das Steuergetriebe wieder kaputt geschossen. Ich kann nicht mehr steuern. Oh. Reparatur. Ganz von der Steuern werde aber nicht scheiße gerade beschossen. Problem gelöst. Oh, ich brenne. Da rechts. Okay, lustig. Auch 50 Sekunden braucht der. Ja. Ja, ich habe bei mir normalerweise noch die zweite Seite. Oh, ich habe gerade alle Ausfälle und Brände. Ich bin gleich weg. Ja, ich nicht. Ich brauche nur 24 Sekunden bis. So, ich könnte ja auch mal aufs andere Geschütz wechseln. Vielleicht mache ich da noch ein paar Punkte, ne? Boah, ich explodiere. Ich habe alle Torpedos über eine Seite rausgeworfen und natürlich nicht getroffen. War doch sehr erfolgreich. War noch schlimmer als befürchtet. Bist schon raus, oder? Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich noch nicht. Ich war dann wieder mitten im Getümmel. Mal weise. Zwei große unter Feuer nehmen, oder? Dann ist er vorbei. Rex. Hilfe! Könnte das gegen die Scharnhorst in Torpedoreichweite sein? Ja, wenn man Torpedos nachgeladen hat, geht das bestimmt. Achso, ja, ich habe so aus Versehen auch alle über eine Seite rausgeworfen. Vorausgesetzt, ich lebe noch 20 Sekunden. Das sieht scheiße aus. Schießt auch auf dich. Ah, das war ein bisschen sehr viel vielleicht. Na gut. Snake on the water. Können wir das irgendwie schönreden, als Erfolg feiern? Ja. Dann erklär mir mal wie. Also ein Erfolg ist das deswegen, weil ich fühle mich als direkten Nachfahren von Jacques Cousteau und
Wir gehen gerade auf Tauchgang. Ach so. Distance brennt sogar schon. Wir haben sogar die Heizung angemacht, damit es nicht so kalt wird oder was. Damage bis AP. Praise Angie, North Carolina. Ich habe massig erspielt, zweimal aufgeklärt. Ich habe viermal aufgeklärt und vier Treffer. War da wenigstens ein Torpedo bei? Nö. Ja, herzlichen Glückwunsch. Torpedos gingen immer leer aus. Naja. Gehen wir zum Hafen zurück. Wie ging das? Escape. So einfach war das hier. Gefecht verlassen, ja. Wir haben in letzter Zeit zu viele verschiedene Spiele gemacht. Ich fahre in letzter Zeit sehr viel LKW, also. Ja, ich auch. So, was ist. Oder Anno. Was haben wir denn hier? Darf ich erstmal in den Hafen zurück? Mein Rechner ist nicht so schnell. Ach so. Jetzt bin ich im Hafen. Auch wenn ich noch nichts sehe, es ist. Du hattest Stufe 7 North Carolina, ne? Nee. Colorado. Stufe 7 North Carolina ist Stufe 8. Colorado? Colorado 7. Ja, Colorado. Genau, die meinte ich. Dann schwing ich mich in die Atago rein. Da. Ich will das so ein Schrottschiff und du nimmst dein Premium-Schiff. Auf die Kleinen. Was heißt so ein Schrottschiff? So schlecht ist die North Carolina gar nicht. Doch, die New Mexico war gut. Dann ist die wieder scheiße. Hast doch gehört, was der eine da gesagt hat, gerade mit AP. 7900 Schaden oder 8900 Schaden, was er gemacht hat. Da red mir den Mist ruhig schön. Kann ich was trinken? Gleich ein Ruderboot und ein Messer. Oder so ein Tretboot. Ihr setzt mich in so ein Schwan. Bei so ein Schwan-Tretboot. Und dann jage ich die Dinger mit dem Messer. Mit so einer Nerfgun. Und so klein mich treffen die eh nicht. Sag mal, mit so einer Nerfgun. Ach du Scheiße. Nördliche Gewässer, ja super. Nach rechts fahre ich nicht, fahre nach links. Ja, stimmt. Rechts die ganzen kleinen Dinger sein, ne? Also rechts die kleinen... Der Mist, wo du mitten reinfahren musst, damit die Gebiete kriegst. Wir sollten aber maximal den äußeren Ring nehmen mit unseren Dicken. So, freies Umsehen. Tüdü. Ach, nicht so schnell. Ich bin noch nicht drin. Ach, bewegen sich schon wieder alle, nur der ich nicht. Mein Rechner heute wieder ganz scheiße. Nur heute? Wartet auf mich! Gegner ist schon die nächste Stufe am Einholen. Eins, zwei, drei. Wo ist er denn? Gegner ist schon in der Mitte. Sehe aber nix. Relativ große Reichweite haben.
sehe auch noch nichts. Weißt du was, dann jage ich mal mein Flugzeug hoch. Ach, da hinten. Eine Jean Bart. Oh, dir kann ich einen mitgeben. Was, auf 18 Kilometern? 22. Gegnerische Team hat die Mittel zu. Eine Buffalo. Ich hab hingeschossen. Ach scheiße, da war wahrscheinlich ein Berg im Weg. Romba, oh, Torpedos. Sind verreckt. Dreh deinen Arsch. Auch über den Berg. Über den Berg habe ich geschossen. Vielleicht treffe ich ja sogar was. Ich fahr mal hier um den Teppich rum. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Ah, der haut ab, der fährt rückwärts. Oha. Hier sind sie alle am. Oh, ich habe was getroffen. Auf 20 Kilometer, ich werde ja nicht mehr. So eine Reichweite habe ich gar nicht. Ich habe ja ein dezent größeres Schiff. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Jetzt komme ich auch nicht mehr dran. Ohne Aufklärungsflugzeug ist das Ding, blöde Ding, genau aus der Reichweite. Aua! Irgendwas schießt auf mich. Das blöde Ding kann noch weiter schießen als ich. Feuert auf mich. Dran. Torpedos auf Backbord. Torpedos auf. Torpedos achte aus. Da hinten. Torpedos, wo denn? Wow. Ja. Ist ja geil, dass die auf die Entfernung schießen können, ne? Da hat doch einer auf 100 Kilometern die Torpedos geworfen. Torpedos auf Backbord. Ist da überhaupt kein Feind irgendwo in der Nähe? Die Gneisenau hinterm Berg. Da kann ich. Er war auf 18 Kilometer Torpedos? Ja, welche Sau war das denn? Beim Flugzeugträger dabei? Nee. Wer schmeißt denn da gerade wie blöd die Torpedos? Frag ich mich auch, da kommen ja schon wieder welche. Oh. Au. Oh. Hat mich die Jean-Bart, glaube ich, unter Feuer genommen. Komm aber nicht dran. Kann man denn bitte schon so daneben schießen? Das kann ich dir erklären. Komm, reparieren. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Torpedos sind mir egal, komm, sagen wir mal. Auf, ne Mimikasa auf. Boah, 24 Kilometer, kann die doch keine Torpedos schmeißen. Fahr mir aber gerade eine Scheiße zusammen. Torpedos auf Steuerbord!
Da ist ein Torpedoleger auf 12 Kilometer entfernt. Wo ist er hin? Hat er genebelt? Torpedos achte aus! Ich sehe den Torpedoleger schon nicht mehr. Ich wollte euch. Hallo, ich brenne. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Unterstützung. Ich auch. Ey, die Map gefällt mir überhaupt nicht. Komm ich überhaupt nicht mit klar. Mal auf die Colorado, mal gucken, was da so reißen. Ich brenne schon wieder, ich kann mich gar nicht löschen. Ich brenne sogar an zwei Stellen. Der das war eine schöne Grillparty bei mir an Deck. Der kleine Drecks-Torpedoleger da, ne? Torpedos direkt voraus! Oh, da kommen noch mehr Torpedos, das sieht ganz übel aus. Ja, die kommen dreh, genau dreh, auf dich. Dreh. Oh, scheiße, einer hat getroffen. Habe ich schön ein Schutzschild für einen anderen von uns gemacht. Du Sau wolltest mich anstecken, dann stacke ich dir erstmal ein paar Löcher. Ein Schiff. Oh, schnell reparieren. Brenne zwar immer noch, aber. Was bitteschön macht der da hinten? Bin auf den am Schießen und. Nix. Ich kann nicht wirklich abdrehen, sonst lande ich. Die Iowa da hinten. Ich schieß auf den und ich treff nix. Ja, willkommen im Club. Wie geht das bitte schön? Die stanzt mir hier ein Loch nach dem anderen ins Schiff. Die Iowa, oder? Ja. Der andere. Ich weiß nicht, wer hier noch was in mich reinstanzt. Ich schick mal ein Flugzeug hoch, dann sehen wir ein bisschen mehr. Ah, die Iowa fährt zurück. Geschütze auf uns gerichtet, aber im Rückwärtsgang. Ja. Ein paar Löcher habe ich reingestanzt. Ja, jetzt habe ich sie auch getroffen. Ja, und jetzt ist sie verschwunden. Außer Reichweite, aber da kam gerade die nächste. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Ja, ich habe hier den Musashi, oder was das da ist. Kann ich nochmal reparieren? Ja. Ah, da ist die Iowa nochmal. Oh, ich bin kurz vor kaputt. Glück hab, krieg ich den Arsch noch einmal rum, dann krieg ich die anderen Geschütze noch auf das Schiff gerichtet. Eins haben wir, ja. Weil ich müsste jetzt noch 20 Sekunden so was durchhalten. Hab aber nur noch 500 Punkte. Kann also eigentlich nichts mehr werden. Weißt du, welche Reichweite unsere Torpedos haben? Welche Torpedos? Nee. Meine Torpedos. Ich hab keine Torpedos und außerdem mache ich gerade Grillparty. Boah, was war das Scheiße? Unser Sieg ist in Sicht. Feueralarm! Ich möchte gleich echt das Schwanentretboot und einen Mann mit Messer an Bord. Komm schon. Gibt's ja immer noch. Lass bloß, die Torpedos treffen nicht.
Auf jeden Fall kaputt gegangen. Unser Team hat die Führung übernommen. So. Ach, er fährt wieder vorwärts. Na toll. Komm schon, den will ich vorher noch einmal. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Na. Geht. Ganz hinten sitzt noch die Jean Bird und du. Rechts von dir ist auch noch eine. Da, ja, jetzt geradeaus hinter dem Berg. Irgendwo. Ja. Na, da sind noch zwei. Das Skane ist auch noch. Andere Seite an dem Berg vorbei hast du die flache Seite. Hätte jetzt die Geschütze auf der richtigen Seite gehabt. Drei Schiffe sind noch da. Boah, wenn wir sie überhaupt noch brauchen, das läuft gerade, sind ja alle außerhalb von dem Gebiet. Ja. Einer ist hier oben in A7 versteckt. Normalerweise, wenn der Kreis jetzt vollläuft, müssten wir das Ding ja gewonnen haben. Da ist noch die John Bart da hinten. Unser Team hat das. Alles haben wir. Ach, 985 Punkte. Ja, ich wollte sagen, das reicht. ...250.000, jawohl. Teamwertung katastrophal. Boah. Oh, 104.000 habe ich auch gemacht mit 19.000 Schaden. Dreadnought. Aha. Ansonsten nicht viel gerissen. Oh, du bist aber auch nicht viel weiter vorne. Nö. Ich habe echt nicht so viel. Obwohl ich habe 3240. Erfahrungspunkte plus 648 nochmal so dabei. Also knapp 4000. 900 und 100. Also das ist. Peinliche Leistung. Das ist nicht schlecht. Also. Muss ich mal sagen. Klack, 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 klack. Viele Aufgaben erfüllt. Das Na gut. Nicht. Ich würde sagen, das war's für diesen Mittwoch, ne? Ach ja. Passt ja. Jo. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Action-Mittwoch. Beziehungsweise Videos gibt's ja jeden Tag und zwischendurch auch jetzt vermehrt Simulator-Livestreams. Ich bedanke mich und sage Tschüss.